Da war es jetzt ja windig, oder? Das ist ein Schnelleinstieg in Final Cut Pro X. Welche Schritte das sind im Einzelnen, das lese ich euch jetzt gleich vor, wie das vorbereitet ist, mir sogar ein Text. Das ist meine Speicherkarte von der Aufnahme. Und wir importieren jetzt da im ersten Schritt die Clips, die wir aufgenommen haben für dieses Projekt, in einen Ordner auf der Festplatte. Leg hier haben wir schon einen Überordner angelegt. In dem Ordner sammeln wir unsere Medien. Ich habe hier schon eine Hintergrundmusik ausgesucht. Und hier gehen wir die Clips rein. Wenn es eine, wie oft eine Mehrkameraaufnahme ist, zur Unterscheidung nenne ich diese Ordner dann immer nach der Kamera. Hier war es die C300 Mark II. Und in dem Ordner kommen da meine Clips hinein. In dem Fall sind es MXF-Files. Kurz ein Ausflug zu Photoshop. Und dort wollen wir eine Titelsequenz anlegen. Da haben wir hier schöne Vorgaben im neuen Photoshop. Hier für Film und Video. Sonst kann man das auch händisch eingeben. Also einfach 1029 und 1080. Im Fall von Full HD, und wir legen uns jetzt hier in Ebenen, damit wir es nachher ein- und ausblenden können, unsere Texte an. Jetzt mal mit euch, ja. So, Farbe. Machen wir ein elegantes Grau. Dann in einen eigenen Textrahmen vielleicht den Titel. Die Titelfunktion. Schriftfunktion finde ich noch nicht so optimal gelöst, das wird sich hoffentlich noch ändern bei kommenden Updates. Deswegen kann man das also, vor allem wenn es ein bisschen komplexer vom grafischen Aufbau her sein soll, mache ich das ganz gerne im Photoshop. Wichtig ist, dass der Bildmodus RGB ist, damit kann er nicht kann Final Cut nicht einlesen. Ich kann das jetzt ruhig als Schriften belassen, ich muss es nicht rastern. Die Schrift muss natürlich dann im System installiert sein, wenn ich das Projekt auf einem anderen Rechner, wo die Schrift nicht installiert ist, bearbeiten möchte, dann wieder die Schrift wahrscheinlich ersetzen, dann sollte man also diese Ebenen rastern. Ich lasse es so, weil dann kann ich noch eine Textänderung vornehmen. Ich mache jetzt einen neuen Ordner und hier, das nenne ich dann meistens Grafik, Text könnten wir das nennen. Und da machen wir, das nenne ich dann auch immer Startbild. Also wir haben jetzt schon drei Ordner angelegt, die Videoclips, Text, Startbild und unsere Hintergrundmusik. Dann können wir jetzt loslegen und werden in Final Cut Pro, haben also keine Mediathek geöffnet, Ablage neu, Mediathek. Mit der muss ich immer beginnen, das ist sozusagen das erste, die Basis, wo aus der dann oder in der dann Projekte angelegt werden können und Ereignisse sind. Jetzt zum Beispiel, das erste Ereignis ist eben diese Clips vom Garten. Ich nenne das jetzt YouTube Tutorial Final Cut Pro X Einstieg. Kommt in den Überordner, das lassen wir dann ganz oben stehen, sichern. Also wir haben hier unsere Mediathek und hier die Teile, die wir jetzt in die Mediathek importieren, allerdings nur als Querverweis, als Lesezeichen. Wir werden sie nicht auch physikalisch hineinkopieren, weil dann hat man es hier liegen mit den Größen, mit den entsprechenden, und man hat es auch noch einmal dann liegen in der Mediathek. Kann man schon machen, wenn man das möchte. Man hätte dann halt hier alles gesammelt, was man braucht, und tut sie dann vielleicht leichter. Wenn man das Ganze archiviert, ich würde halt den Überordner dann archivieren, dann ist das auch immer benannt. Aber es ist ja klar, wenn man diese Mediathek in einen anderen Ordner, auf eine andere Festplatte verschiebt und die keine Verbindung mehr haben, dann findet er die Clips natürlich nicht und die Inhalte nicht. Um jetzt die Medien zu importieren, gehen wir auf Importieren, gehen auf unseren Ordner Videokurs und kann jetzt hier nur diesen Überordner anklicken. Und möchte mir gleich, das ist zu groß, so, nur den Überordner anklicken, gar nicht öffnen und jetzt Dateien am ursprünglichen Ort lassen, weil wir es nicht in die Mediathek kopieren wollen, und aus Ordnern, er legt dann einen Schlüsselbegriff an mit C300 Mark II, den ich dann anklicken kann, und dann sehe ich eben nur meine Clips, nicht die Musik, nicht die Grafik. Wir können das auch gleich so machen, das heißt, ich habe dann drei Schlüsselbegriffe sortiert, die drei Bestandteile, die ich mir da jetzt reinhole. Optimierte Medien erstellen. Es geht auch ohne.
wenn es stark komprimiertes Material ist, dann wird er beim Schneiden sich schwer tun. Wenn ich die Medien optimiere, braucht er natürlich ein bisschen länger. Man kann sofort zu arbeiten beginnen, er macht das im Hintergrund und er stellt hier die Apple ProRes 422 Daten, mit denen man dann vor allem bei komplexeren Projekten, also im Schnitt, um vieles schneller vorankommt. Das merkt man auch. In dem Fall wird es ein einfaches Editing, also müsste man das nicht machen, aber ich lasse mal so das im Hintergrund rendern, Auswahl importieren. Er sagt jetzt im nächsten Schritt sofort, welche Dateien er nicht importieren kann. Das sind die Dateien, die die Kamera zusätzlich angelegt hat, CPF und XML-Dateien. Ist okay, Import vorbereiten. Und jetzt importiert er das. Hier haben wir diesen Button. Da kann man immer reinschauen, was gerade passiert. Also hier der Import und das Umkodieren. Miniaturen und Wellenform bezieht sich auf die Audiospur. Dann habe ich hier schon eine Vorschau auf meine Clips. Hier habe ich auf Anpassen. Kann man das Fenster so mal da so aufziehen. Hier könnt ihr das anfassen. Könnt ihr euch das mehr sehen oder eben da eben nur eine Spur. Was ich möchte, ist, dass wir hier 100% sehen. Also das ist jetzt das 100%ige Full-HD-Bild. Im Verhältnis jetzt natürlich kleiner, weil das auf ein iMac 5K geschnitten wird. Material, das mit einem Lookup-Table, mit einem LUT, mit einem Picture-Profile, Entschuldigung, aufgenommen wurde. Also hier C-Log steht auch hier drinnen, das hat er erkannt. Dann würde er das praktisch gleich mit einem Lookup-Table korrigieren. Das möchte ich aber nicht, weil ich das dann selber machen möchte. Deswegen nehme ich das weg. Und jetzt habe ich hier mein flaches Bild, so wie es auch aufgenommen war. Das kann ich jetzt gleich für alle Clips machen. Also reinklicken, Apfel A, alle markieren, Nutzverarbeitung ohne. Der nächste Schritt, hier ist mein Ereignis. Und in diesem Ereignis, er nimmt da das Datum, das ist der 1.10. Da reinklicken, dann kann ich auch umbenennen, wenn ich das also nicht nach Datum sortieren will, sondern sage ich halt hier Gartenaufnahmen. In diesem Ereignis habe ich jetzt, wie schon erwähnt, einerseits hier anklicken, nur meine Clips. Hier mein Textfile von Photoshop, was wir erstellt haben, und hier die Musik, die wir ausgesucht haben. Wenn ich oben anklicke, dann sehe ich alles. Alle Files, alle Medien, die ich mir hier reinkopiert habe. Dieser Ordner hier oben wird automatisch angelegt und hier wird er speichern Favoriten. Betrifft die Clips, die kann ich mit F markieren, dann sind es meine Favoriten, also eine kleine Vorauswahl treffen. Nur Audio-Files und Projekte. Projekte haben wir noch nicht angelegt. Standbilder zeigt er mir auch an. Also das wären Fotos und im Standbilder kann ich mir hier anzeigen lassen. Gut, wir beginnen mit dem Schnitt und müssen als erstes dazu ein Projekt anlegen. Also wir haben jetzt gesehen, was die Mediathek ist, das Ereignis, das er angelegt hat beim Importieren der Medien. Und jetzt machen wir unser Projekt. Das nennen wir hier YouTube Einstieg in Pro X. Hier können wir die Größe des Videos festlegen, also wir machen hier Full HD 1080 mal 1920. Man kann also hier auch angepasst jede andere, ganz easy, jede andere Seitenverhältnis hier bestimmen. Wir sind in einer 50 Hertz Region, also 25p. Andere Einstellungen brauchen euch nicht kümmern und sagen, okay, automatische Einstellungen verwenden wäre so, der erste Clip, der in die Timeline dann gezogen wird, hier unten, der gibt dann vor praktisch hier diese Einstellung. Also wenn man sich nicht sicher ist, könnte man das auch mit automatischer Einstellung verwenden, machen. Aber im Normalfall weiß man ja, dass man Full HD aufgenommen hat. Klicken OK und jetzt habe ich hier meine Timeline, die jetzt leer ist. Für die Positionierung und für den Anfang mache ich mir immer einen Generator einfügen, eine Pause. Das ist einfach so, dass ich nicht da ganz außen beginne, sondern dass ich hier dann auch gemütlich herumschieben kann, wenn ich irgendwie aufblenden will oder noch was davor stellen will, kann man das natürlich noch nachträglich einfügen. Ich mache es wie gesagt so und würde dann beginnen, gleich schon mal mit erste Ansichten vom Garten, dann drüber den Titel legen, die Musik drunter legen und das machen wir jetzt auch. Wir haben hier so eine Gesamtansicht. Das hat jetzt immer ein bisschen gedauert, bis er das anzeigt, er macht das nochmal schneller. Ist dem geschuldet, dass wir erstens im Hintergrund eine Bildschirmaufnahme eben für dieses Tutorial laufen haben. Andererseits wird hier noch im Hintergrund gerendert.
Wir ziehen das da mal runter und wollen hier Apfel-Tee einen Übergang erstellen. Wenn ich einen Übergang erstelle, braucht er Material davor zum Aufblenden. Wenn der Clip gekürzt ist, dann hat er das ja. Wenn es aber wirklich ganz am Anfang ist, weil wir jetzt den gesamten Clip reingezogen, dann würde er ja das Übergang erstellen und rutscht es ein bisschen nach hinten, dass er hier diesen Bereich hat, um den Übergang zu haben. Apfel plus plus plus. Das Fenster ist zu groß hier. Das können wir da alles kleiner machen. Und habe jetzt hier praktisch das Aufblenden des ersten Videos. Das kann ich jetzt aber nicht größer ziehen. Ja? Also wenn ich das weicher einblenden will, kann ich nicht, weil hier der Clip aus ist. Das Ganze kann man jetzt so machen. Ich habe das jetzt wieder gelöscht, den Übergang. Dass man sagt, das ist eher Standbild. Ich greife das hier an. Also hier einfach herfahren mit dem Cursor. Und jetzt kann ich das zumachen. Lass dich nicht verwirren, das wird nicht verschoben. Das ist wirklich einfach nur, der Clip ist gekürzt. Und wenn ich jetzt dann das Einblenden mache, dann sagt er mir das nicht mehr, weil er hat ja hier dahinter Material und jetzt kann ich auch hier das Einblenden langsamer machen. Die gebundene Linie zeigt an, dass im Hintergrund noch gerendert wird, aber auch das stört nicht, das kann man trotzdem flüssig und gleich und sofort abspielen. Was wir hier noch im Hintergrund hören, ist natürlich diese Windgeräusche, der Ton. Hier unten ist die Tonspur und hier kann ich den Ton lauter leiser ziehen. Das kann ich dann auch oben, hier oben machen. Das erkläre ich dann aber später noch genau. Hier die Lautstärke kann ich auf unendlich leise, also praktisch stumm schalten. So, das ist dann auch jetzt, ist hier keine Wellenform mehr zu sehen. Wie gesagt, ich gehe nicht in die Details ein, ich gehe nicht in die ganzen anderen Möglichkeiten ein, die wir da jetzt noch haben. Ich will, dass wir wirklich schnell zu einem Ergebnis kommen. Das dauert eh lange. Ne? Gut, ja, da schwenken wir langsam rüber. Wir lassen es erst einmal aufblenden. Und dann beginnt langsam die Fahrt. Da ist jetzt schon. So, und jetzt möchte ich aber, dass wir hier mit der Fahrt beginnen. Und dann brauche ich noch zum Aufblenden diesen Bereich hier. Setze meinen Cursor hierher, Apfel B. Ja. Und jetzt markiert er den Clip da vorher automatisch und den lösche ich. So, was ist jetzt passiert? Ich blende auf und nachdem alles aufgeblendet ist, beginnt so ein ganz leichter, sanfter Schwenk. Wie lang der sein wird, hängt jetzt von dem Text an. Das ist, sagen wir, unser Einstiegsbild. Und jetzt kann ich mir Standbilder anzeigen lassen. Und habe hier so mein und habe hier meine Photoshop-Datei. Gut, so ist es nicht gedacht, dass wir hier praktisch das Hintergrundbild zudecken. Deswegen kann man hier reinklicken in diese Ecke und eröffnet mir die Photoshop-Datei in der Timeline und zeigt an die ganzen Ebenen, die es hier gibt. Und das erste einmal, wir wollen diese unterste Ebene ausblenden. Hier liegt ja unser Videobild nicht dahinter, weil wir ja jetzt das hier eigens geöffnet haben. Deswegen ist das schwarz, bitte nicht irritieren lassen. Und wir werden dann diese drei, in dem Fall drei Zeilen, extra einblenden. Mit der Taste V blenden wir alles aus. Beziehungsweise wenn der Titel einblendet, könnten wir dann anfangen mit der ersten Zeile. Also die lassen wir mal gleich so eingeblendet. Diese Pfeile vor und zurück sind jeweils die Projekte, die ich offen gehabt habe vor kurzem oder in dieser Sitzung, in der ich das Programm verwende. Das heißt, ich kann also hier einfach klicken, komme da jetzt wieder zurück. So. Das heißt, wir blenden das Bild ein und möchten den Titel einblenden. Der ist jetzt sehr schnell eingeblendet worden. Das wollen wir auch langsam und sanft machen. Jetzt kommt der Titel. So. Jetzt könnte man da ein bisschen mit der Musik schon arbeiten, dass man also das nicht jetzt genau auf jeden Beat und so weiter am Tag der Musik schneidet. Das muss nicht sein, sondern
Einfach so, dass es harmonisch, in dem Fall fließend, das sind ja ruhige Aufnahmen. Da mit der Musik geht, deswegen machen wir unser Projekt, klappen wir nach unten, haben hier unseren Schlüsselbegriff für die Musik, nehmen die Musik und steigen ein. Kann man jetzt auch schon ein bisschen vorher einsteigen. So, jetzt ist ja das ein schöner sonniger Tag, nehmen wir mal an, und dieser Platzhalter da, da ist ja kein Bild drinnen. Und ich möchte aber hier von weiß. Ja, ich möchte das so freundlich nett haben, ich möchte, dass das da hier weiß, weiß, weiß ist und dann blendet das Bild drüber. Wie mache ich das? Wir gehen hier von unseren Medien auf Titel und Generatoren. Ja, Hintergrund wie Verlauf. Generell die Hintergrundbilder, da gibt es auch so eine leicht animierte. Das sind Generatoren. Beim eigenen Generator ist das einfach nur eine Fläche, deren Farbe ich dann frei bestimmen kann. Die ziehe ich mal da drüber. Links und rechts anfassen, um die Länge des Clips festzulegen. Da fangen wir jetzt genau hier mit der Musik an. Und jetzt sehe ich schon, ich will dann auch hier direkt mit Weiß beginnen. Also die Farbe werden wir gleich zuordnen. Deswegen habe ich da jetzt schon einmal hier diesen Platzhalter gemacht. Man arbeitet hier einfach leichter, also ich habe das ganz gern. Jetzt schaue ich noch, bis wirklich die Musik beginnt. Ist relativ lang. Das heißt, ich möchte, dass es hier beginnt. Habe alle drei Spuren markiert und mit Apfel B hier einen Schnitt gesetzt. Es bleiben markiert. Links davon, links vom Schnitt, die Clips, die ich mit Entfernen löschen kann. Jetzt noch diesen Clip hier oben, die Farbe, das Farbfeld anklicken. Farbfeld anklicken, dann kommen wir hier rein. Hier kann man jede Farbe aufnehmen von irgendwo her. Wenn es jetzt eine andere als weiß sein soll, wir lassen es weiß. Gut. Und jetzt kann ich das da runterziehen, das damit verbinden. Wenn ich natürlich in solchen Projekten weiß ich das vorher, dann kann ich einen kleinen Generator da anlegen, braucht diesen Platzhalter nicht. Aber wir können es eben so machen und jetzt den Platzhalter da, oder beziehungsweise diese Pause da löschen. Und jetzt habe ich schon mal das, so wie ich einsteigen möchte, weiß, Musik. Bild blendet weich ein und dann geht es mit dem Titel los. Jetzt sehe ich aufgrund dessen, dass ich jetzt da mein Titelbild erst, also mein Hintergrundbild erst ausgewählt habe, dass dieses Grau, das wir hier verwenden, beim Titel vielleicht nicht so günstig ist, dabei Weiß vielleicht schöner. Weiß, dass man dann auch wiederum ein bisschen transparent einstellen kann. Ich kann also jetzt hier, jetzt möchte ich das noch einmal nachbearbeiten mit der Kontrolltaste. Das ist jetzt leider aus dem Bild. Warte, machen wir das. Schieben wir rauf. Also Kontrolltaste, in Dateiübersicht zeigen oder Shift F. Dann springt er mir auf diese Datei, die ist jetzt hier markiert. Und jetzt wieder Kontroll und ich sage im Finder zeigen. Ja, wenn ich mir es nicht gemerkt habe, wo denn die Datei liegt. Und die Datei kann ich jetzt nehmen und im Photoshop öffnen. Jetzt gehe ich da her und kann also ganz schnell den ganzen Titel, ich blende die Hintergrundebene aus, damit man es noch erkennen kann, damit man nicht versehentlich alles irgendwas löscht, markiere ich und auch hier die Farbe auf Weiß sichern, schließen. Wie ihr gesehen habt, hat Final Cut das also im Hintergrund gleich aktualisiert. Das ist so, jetzt kann man die Schrift dann auch noch besser lesen. Da könnte man jetzt schon, jetzt haben wir das Bild schon gesehen, ja, das können wir jetzt schon, dass wir auch hier das einen Schnitt setzen. Jetzt kann ich das hier löschen und kann man aus dem Ordner schon eine Detailaufnahme raussuchen. Also
hier zeigt er mir an, diesen Bereich, genau den, kann man hinklicken, dann markiert er auch genau diesen Bereich, den habe ich schon verwendet. Also da sieht man da, den Clip habe ich schon, nicht, dass man da was wiederholt. Gut, also wir gehen da jetzt rein, ja, und hängen uns hier jetzt da eine zweite Ansicht an. Nehmen wir zum Beispiel da die etwas nähere. Wird dann auch so 4-5 Sekunden stehen. Hier kann man den Bereich auswählen. Man kann das auch machen mit Taste I für den Inpoint und Taste O. Entschuldigung, das war nochmal I. Also hier will ich den Inpoint haben und dann zum Beispiel hier Out, I und O. Und dann wäre das mein Bereich, oder ich ziehe es dorthin, wo ich es möchte, wo ich ein- und aussteigen möchte. Wir schalten den Clip wieder stumm, haben ihn da jetzt einfach reingezogen in die Timeline. Mit dem Bild lassen wir dann auch erscheinen, vielleicht kurz verzögert, die zweite Zeile vom Titel, Apfel B, markieren. Jetzt sind es zwei Clips, aber natürlich in derselben Position. Und jetzt wird der Haupttitel kommen, Taste V einblenden, hier wieder zurück zu meinem Projekt. Und wenn man das jetzt spielen lässt, zack, kommt es rein. Das möchte man natürlich nicht so abrupt haben. Apfel T ist der Übergang. Die Länge des Übergangs, wie gesagt, kann man hier regulieren. Ich lasse es einmal gleich. Und Taste T ist dann hier diese Werkzeuge. Ja, kann man sich hier merken. Trimmern, T. Hier kann ich diesen Schnitt, den ich gesetzt habe, wiederum verschieben. Ich kann ihn also jetzt genau auf den Übergang legen oder vielleicht kurz dahinter. Taste A, komme ich wieder zurück zu meinem Auswahlwerkzeug. Einblenden, erste Zeile, umblenden, zwei. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil zuerst der Bildwechsel kommt und auch abrupt dann schon der Titel. Dann möchte ich da eher ganz, dass man das bewusster wahrnehmen kann, das versetzt haben. So, ja, und jetzt, der hat nur geblinkt, weil er das noch reinrechnet. Und nachdem das Datum ja nicht extra eingeblendet werden muss, weil das jetzt nicht so spannend ist, dass ich dem jetzt eine eigene Zeit dafür gebe, gehe ich da wieder rein in meinen Clip mit Doppelklick V auf die letzte Ebene und somit blendet er mir dann gleich beides ein. Hier haben wir unseren Schnitt, hier können wir unseren Titel wieder ausblenden. Also wir haben jetzt da diese Titelsequenz mit Hintergrundbild mal schön angelegt. Bevor wir da jetzt weitermachen, gibt es vielleicht eine Interviewsituation oder ein Statement, das man abgibt, oder wie in dem Fall eben dieses Tutorial, und kann jetzt hier, da habe ich jetzt die Erklärung des Lead-In, das Intro, aufgenommen. Ja, mein Name ist Martin Lachmeier, das ist ein Schnelleinstieg in Final Cut Pro X. So. Das markieren wir gleich mit O, Out. Ja, mit den Pfeiltasten kann ich navigieren. Ich mache es aber jetzt hier ein bisschen länger, ich kann es ja dann in der Timeline auch noch beschneiden und ziehe mir das da runter und das hakt auch hier gleich ein. Hier gehe ich natürlich, lasse ich die Tonspur mal wie sie ist und möchte jetzt Folgendes haben. Ich möchte erstens einmal, dass während hier wir diesen Text lesen, ob da schon der Ton zu hören ist und dann ich erst ins Bild komme. Ein sogenannter J-Cut und L-Cut. J, weil es praktisch hier dann sich die Tonspur schon drunter zieht, L wäre dann der umgekehrte Weg beim Ausstieg, dass das Bild weg ist und ich diese Tonspur noch weiter höre. In dem Fall nimmt meine Kamera das Audio vom Mikrofon auf, vom externen und auch vom internen. Wenn Sie diese Einstellung nicht sehen, hierher klicken, hier die Einstellungen fürs Videobild, hier die Einstellungen für den Ton. Die Kamera hat eben da diese vier Audiospuren. Diese zwei sind extern und auch da habe ich natürlich im zweiten Eingang kein Mikrofon gehabt, also nur eine Monoaufnahme. Und jetzt haben wir diese Hintergrundgeräusche auch weg.
Hallo, mein Name ist Martin Lachmeier. Das ist ein Schnelleinstieg in Final Cut Pro X. Und da haben wir fertig. Also jetzt nicht wirklich schnell, weil es dauert schon seine Zeit, wo ich zeige ich nur noch eine Minute. Diese Pause wollen wir dann wegnehmen. Da schauen wir uns dann an, wie wir diesen Übergang schaffen, ohne dass wir einen Jump Cut haben, also dass das Bild so leicht springt. Oder, wenn das nicht geht, wenn wir uns entscheiden und hier Zuspielmaterial drüber legen. Also ich sage auf jeden Fall, diese Pause möchte ich nicht. Ja, markieren. Hier, Apfel B, Apfel B. Löschtaste. Magnetische Timeline. Das Material rutscht automatisch rüber. Wir haben jetzt hier diese Pause, diese Sprechpause entfernt und haben jetzt natürlich, zack, hier hupft das Bild. Das gefällt uns nicht gut. Nein, das soll nicht sein. Final Cut hat hier bei den Übergängen, das ist hier, den Übergang fließen. Ups. Und den ziehe ich da jetzt einmal drüber, mache ihn sehr kurz und schaue, ob der Sprung, der Bildsprung, derart ist, dass Final Cut es noch ineinander rechnen kann und schauen, ob wir dann noch was bemerken. Ja, also ein bisschen wie ein Aufatmen ist da. Aber ich glaube, wenn man es nicht weiß, kann man es ein bisschen länger machen, ist dann natürlicher. Ja. Wenn man es nicht weiß, wird sich das verspielen, sprich, man wird es nicht bemerken. Ja, das können wir lassen. Die andere Möglichkeit, einmal hier reinklicken, Apfel D, 6 Frames, sage ich 12 Frames, das wäre eine halbe Sekunde. Ja, 12, circa halt. 25 Frames sind ja dann eine Sekunde. Und ausblenden kann man ruhig schneller, meiner Meinung nach. Also Ctrl D, dann habe ich hier die Anzeige und gehe von 12 auf 6. So. Das ist ein Schnelleinstieg in Final Cut Pro X. Also jetzt entwickelt schnell, weil es dauert schon seine Zeit, wo ich da. Ja, also das, wenn man hier ein Bild drüber legen möchte, das nehme ich wieder weg, weil ich so kann mit dem Leben da. Also jetzt entwickelt schnell, weil es dauert schon seine Zeit. In dem Fall. Fernsehen will es nicht lassen. Dann für den ersten Teil jetzt noch zum Abschluss. Mal schon eine halbe Stunde um. Machen wir dieses ganze Tutorial in Teilen. Wie ich gesehen habe, kommt man da nicht so schnell durch. Wir haben gesagt, wir blenden hier den Titel ein und möchten dann ab hier schon die Sprache von dem Clip beginnen lassen. Kann man das hier wieder ausblenden, dann habe ich hier meinen Platz. So. Das ist ganz einfach. Den Clip markieren. Kontrolltaste, um mit zum Menü zu kommen. Und hier machen wir Audio erweitern. Und jetzt hier anfassen. Den Clip, den ich sehe, kürze ich. Dadurch schiebt sich hier die Sprache, also die Audiospur drunter. Und hier blenden wir etwas früher aus. Apfel T Übergang ausblenden. Und hier umblenden zum... So, hier umblenden zum... Schrift geht weg, Bild geht weg, ich komme ins Spiel und man hört mich hier schon reden. Schauen wir uns das an. Hallo, mein Name ist Martin Lachmeier, das ist ein Schnelleinstieg. Ja, ein sogenannter J-Cut, J-Cut, wie auch immer. Und wenn wir uns das anschauen wollen, das ist unser Ergebnis jetzt nach einer halben Stunde und doch etwas ausführlicheren Erklärungen. Hallo, mein Name ist Martin Lachmeier. Das ist ein Schnelleinstieg in Final Cut Pro X. Der soll jetzt nicht wirklich schnell werden. So. Tonoptimierungen, Bildoptimierungen dann im nächsten Teil, im Teil 2. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte kommentiert, wenn irgendwas unverständlich war, wenn irgendein Workflow schneller oder besser geht für Zuschauer, die da schon mehr Erfahrung haben oder Vorschläge haben, wie man irgendwas in Arbeitsschritt anders lösen könnte. Also jederzeit bitte kommentieren, abonnieren und bis zum Teil 2.